Ich bin Susanne Stahel. Ich leite seit 4 Jahren die Fundraising- und Kommunikationsabteilung von der Proinfirmis und bin Mitglied der Geschäftsleitung. Proinfirmis ist vor 100 Jahren gegründet worden. Das heisst, wir feiern unseren 100. Geburtstag. Die Zukunft kennt kein Hindernis. Sie sehen, wir wollen, dass es uns noch 100 Jahre gibt. Wir wollen aber auch weiterhin Hindernisse abbauen. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, Menschen mit Behinderungen, das sind Menschen wie Sie und ich. Das sind Menschen mit den gleichen Träumen, mit Stärken, mit Schwächen. Die haben vielleicht auch nicht gern Spaghetti oder die wollen auch lieber, obwohl Corona ist, nach Indien fliegen. Das heisst, es sind Leute wie Sie und ich. Das heisst, die Leute wollen genauso wie Sie und ich auch ein selbstbestimmtes Leben führen. Die wollen auch nicht, dass man nicht reinredet. Die wollen nicht, dass man es für sie bestimmt. Genauso wenig, wie ich das würde wollen. Das ist ganz wichtig. Darum kämpfen wir für eine Gesellschaft, die von der Einstellung und von der Haltung her die Überzeugung lebt, im Alltag, dass eine Gesellschaft so stark ist wie ihr schwächste Glied. Das heisst konkret, wir wollen, dass Hindernisse in den Köpfen abgebaut werden. Das heisst, nicht nur neue Rampen baut, sondern auch Vorurteile abbaut, dass man darum bemüht ist, aufrichtig und aus der tiefsten Überzeugung, dass es ein Menschenrecht ist, dass Menschen mit Behinderungen, die überall nötig, Zugang haben. Sei das für ihre politischen Rechte, sei das ins Kino, was immer es denn auch ist. Proinfirmis kämpft für eine diverse Gesellschaft und ist überzeugt, dass die Vielfalt eine Gesellschaft stark macht. Das heisst, wenn Sie jetzt für Proinfirmis spenden, auf der Plattform von Changemakers, kommt Ihr Geld so einem Projekt gut. Sie können zweckgebunden spenden. Ehrlich gesagt, am allerliebsten haben wir Spenden, wo wir frei entscheiden können, wo wir sie einsetzen. Weil oft ist dort, wo das Geld am dringendsten benötigt wird, das ist nicht immer dort, was auf den ersten Blick am attraktivsten ist zum Spenden.